Begonnen in Hamburg, legendär inzwischen, vom Herrn von Bündelstein mit der Französischen. So, danke. Nicht minder spannend, die Mannordische. Jetzt erleben wir, jetzt kommt die Ostdeutsche werfen. Max Zuckerl! Deutschland! Wir sind gespannt. Schönen guten Tag. Da haben wir jetzt den Tönniskranz mitgebracht. Das war ja da drüben in der Mitte, da in Dunderlöwe drüben, Grünleisch. Kann jeder auch für ein paar Mal kaufen. Und sieht gut aus und riecht auch schön. Hat noch lange was von, ne? Ein großer Applaus für ihn! Oh, ich glaube, das Volk kann sich noch unglaublich noch auf eine pfälzische Version bringen. Ja, wir haben auch noch einen Soldat. Oder, Also, was ich euch sagen wollte, die meisten Leute werden es nicht verstanden. Der Junge ist hier normal. Geht er rüber auf das schwarz-weiße Feld und kauft dort, was es dort gibt. Alles auf einmal am besten. Jeder Euro, der dort umgesetzt wird, wird zu einem gewissen Prozentsatz in den Aufbau weiter noch, bevor die Tomaten sind. Aber wir sind ja gar nicht im Osten, kein Problem. Gehen wir zu etwas Positives. Ich finde es hier nicht so ausgerechnet mit Kälte, Minderheiten, die wir angeregt Bevor wir jetzt schon wieder in diesen Dialog einsteigen, lass uns doch zusammen schwören, dass Pelzer und Bartner zusammen trotzdem Spielmannskollegen sein können. Also wenn du dich bitte schon die Gruppe hochhebst. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir schwören alle zusammen, dass wir für euch Musik machen werden, solange ihr Lust habt, sie zu hören.